Lieber Herr Professor Gombosch, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben noch für ein Interview und für Fragen zur Verfügung stehen. Meine erste Frage wäre, Sie haben diesen Begriff Sprachnebelwand verwendet. Was kann man sich darunter vorstellen? Was meinen Sie damit? Also ich verwende diesen Begriff, um darauf hinzudeuten, dass die Diskussion über die Deutschkenntnisse von Migrantinnen und Migranten oder ihren Kindern zu einseitig geführt wird und zu stark betont wird. Ich glaube nicht, dass das die einzige Problematik ist, über die man selber an sich reden kann. Natürlich kann man darüber reden, aber der Begriff Sprachnebelwand meint, dass vor lauter Reden über Deutschkompetenzen wird verdeckt, dass es dahinter, hinter dieser Sprachnebelwand, andere Diskriminierungsformen gibt, andere Themen gibt, an denen wir Menschen diskriminieren können und schlecht behandeln können, auch, wenn Sie wollen, rassistisch behandeln können. Diese anderen Themen sind zum Beispiel, dass wir sie eben nicht an uns heranlassen wollen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Religion haben. Und stattdessen diskutieren wir ständig über Deutschkompetenzen und das finde ich eben einseitig und falsch. Wir haben in der Lehrerausbildung ganz stark die Debatte darüber. Eben einerseits möchte man, dass es mehr Studierende an pädagogischen Hochschulen und Universitäten gibt, die selbst mehrsprachig sind. Andererseits taucht eben sofort die Angst auf, ja, sind die dann gut genug im Deutsch, damit sie unsere Kinder unterrichten können und dürfen. Mhm. Also das geht genau in die Richtung. Das geht in diese Richtung, wobei es man da eben, finde ich, sehr sensibel und sehr genau differenzieren muss. Ich glaube schon, dass die Frage der der Deutschkompetenz eine wichtige ist. Das will ich in keiner Weise vermindern oder kleinreden, sondern das ist ganz wesentlich. Aber die Frage lautet, gehen wir sensibel mit diesem Thema um? Schaffen wir Möglichkeiten, dass diese Kompetenzen so erworben werden, dass wir die Menschen nicht zuerst abwerten, also sie sozusagen zuerst klein machen und sie entmachten und aus einer solchen fast unterwürfigen Position heraus auffordern, sich durch Deutschkompetenzen wieder zu bemächtigen. Das ist für mich ein Widerspruch. Also die Frage lautet, wie kann man das sensibel so machen, dass die Qualität auch auf Deutsch stimmt? Und dazu muss man aber eben schauen, wie gehen wir mit den Menschen um? Wie vermitteln wir ihnen, dass das ein wichtiges Ziel ist? Da werden wir wahrscheinlich darauf kommen, dass auch diese Menschen das Ziel absolut unterschreiben und sagen, ja, auch für uns ist es wichtig. Mhm. Auch für uns ist es wichtig, weil wir dadurch weniger diskriminiert werden können. Mhm. Genau. Auch das ist unser Wunsch. Also da einen sensiblen Umgang miteinander auf gleicher Augenhöhe zu schaffen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich glaube nicht, dass das eine einfache Herausforderung ist. Aber wie gesagt, zu sagen, sobald die alle gut Deutsch können, ist alles erledigt, das glaube ich nicht. Und das zeigen ja auch Beispiele nicht aus anderen Ländern, dass andere Diskriminierungsformen aufgrund des Namens, aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Herkunftskultur Platz greifen können dann. Ja. Also ich glaube, das kommt ja bei uns noch dazu. Ja. Das ist ja nicht so, dass das bei uns gar nicht eine Rolle spielen würde, ja, und man nur diskriminiert aufgrund eben der sprachlichen Besonderheiten, sage ich jetzt mal, wie Akzent. Mhm. Also ich habe da auch in Erinnerung den Ausspruch, den Frau Dierimmer mal zitiert hat, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem er stammt. Wenn man mit Akzent spricht, glauben die Leute, dass man auch mit Akzent denkt. Mhm. Also da scheint mir in Österreich eine sehr geringe Toleranz da zu sein für eben Sprecher, die an sich die Sprache sehr gut sprechen, aber eben einen kleinen Akzent behalten haben. Ja, ich finde das spannend, weil Sie bringen mich gerade auf eine neue Idee oder einen neuen Begriff, nämlich man könnte auch die These aufstellen, es gibt sozusagen positiv besetzte
Bilder des anderen und negativ besetzte Bilder und dass es dann einzelne Merkmale gibt, die wie ein Trigger funktionieren und dann entweder das Positive oder das Negative auslösen. Beispiel, jemand spricht Deutsch mit einem schweren amerikanischen Akzent, dann wird das wahrscheinlich bei der Mehrheit, wenn dann überhaupt, eher positive Effekte hervorrufen. Es entsteht ein positives Bild. Ja? Und ein Amerikaner ist ja sozusagen kein Migrant, selbst wenn er hier sich ansiedelt, aber in der Wahrnehmung wird für Amerikaner der Begriff Migrant wahrscheinlich niemals verwendet werden. Umgekehrt, wenn der Akzent einordnbar ist als einem ärmeren Land, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, aus einem ärmeren Land stammend, also egal ob ehemalige Jugoslawien oder also andere Balkanländer oder Türkei und, dann entsteht sozusagen ein anderes Bild und dann scheint ein anderer Umgang dadurch ausgelöst zu werden. Und beide Beispiele, sowohl das Positive als das Negative, verweist darauf, dass es da um eine Machtfrage geht. Ja, also sozusagen, ab wann tritt das ein, dass die Frage ist, wer ist sozusagen, sind wir, unter Anführungsstrichen, wir Österreicher, wir Deutsch sprechen, sind wir sozusagen stärker? Ja? Den Amerikanern gegenüber taucht das Problem nicht so auf. Ja? Das, wer weiß, wer da stärker ist. Ja? Aber den Migranten gegenüber aus ärmeren Ländern scheint das sozusagen ein Mechanismus zu sein, der auch so ein paternalistisches Verhalten nahelegt. Nicht? Also so, wir sind jetzt lieb zu ihnen. Das ist so, wir lassen uns herab. Ja? Und die Menschen spüren das natürlich. Die spüren das. Sie spüren, ob wir ihnen auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und die Kunst scheint mir zu sein, sich auf gleicher Augenhöhe über Bildungsziele zu einigen. Weil ich glaube, dass man sich dann auf gleicher Augenhöhe sehr wohl darauf einigen kann, dass sehr gute Deutschkenntnisse, zum Beispiel im Lehrberuf, unabdingbar sind. Mhm. Da würde ich das auch so sagen. Ich würde das auf keinen Fall wollen, dass da sozusagen eine wesentliche Qualitätsminderung zugelassen wird. Nur ganz nebenbei bemerkt, wir haben dieselbe Thematik ja auch mit den mit den Dialektsprechern des Deutschen haben wir dieselben Probleme, nur wir sprechen viel zu wenig darüber. Mhm. Vielleicht nur ein kleiner Einwurf, also wir hatten vor kurzem mit der Uni Wien zu tun, die eine Erhebung an pädagogischen Hochschulen durchgeführt hat, eben zum Thema wissenschaftliche Schreibkompetenz bei Studierenden. Und es war ein eindeutiger Befund, dass eigentlich 60% der Schwierigkeiten, die jetzt Dozierende attestiert haben, darauf zurückzuführen sind, dass die Studierenden eben Dialektsprecher und Sprecherinnen sind und nicht darauf, dass sie mit Migrationssprachen an die PH gekommen wären, weil deren Anteil sowieso ein verschwindend geringer ist, derzeit noch. Ja. Also das war eindeutig. Ich habe noch jetzt auch so im Hinterkopf mitlaufen gehabt, die Frage, also wenn wir von Diskriminierung sprechen, Sie haben das angesprochen, dann geht es da sehr oft um Faktoren wie soziale Schicht, Herkunft und das, was wir damit verbinden. Ja, also Sozialprestige und dasselbe verbindet sich dann sofort mit der Sprache. Also das Sozialprestige eines Amerikaners, einer Amerikanerin ist ein ungleich höheres als, ich sage jetzt, einer Türkin oder Armenierin. Aber das sind eigentlich auch nur fiktive Größen in unseren Köpfen, ja, weil die Person, die mir gegenübertritt, kann ja sehr wohl aus der Oberschicht sein, ja, nur wissen es wir nicht. Ja, und wir vermuten aufgrund eben von äußeren Merkmalen oder von sprachlichen Abweichungen gegenüber unserer Norm, unserer fiktiven, dass das eben sofort auch jemand ist, der eben, weil er aus dem Land kommt oder diese Sprache spricht, ein niederes soziales Prestige hat. Jetzt ist für mich aber nur so die Frage, wir wissen, es gibt ein Ranking im Sprachprestige. Ja, das wird sicher weltweit, nehme ich jetzt mal an, angeführt von Englisch. Und dann kommt alles andere quasi darunter. Das hängt jetzt auch gar nicht an der Zahl der Sprecherinnen.
Und dann gibt es kleine Sprachen oder Sprachen, die eher den Status einer Minderheitensprache noch dazu haben, also in der Region, wo sie gesprochen werden, die haben von vornherein ein Statusproblem. Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten zu sagen, ja, das ist zwar ein Faktum, ein unumstößliches, unter Anführungszeichen, auch da denke ich, sind Veränderungen möglich, aber wahrscheinlich nur langfristig. Und trotzdem ist jede Sprache gleich viel wert, wenn sie vom Individuum gesprochen wird. Ja. Mhm. Wie schaffen wir es in der Schule, in der Bildungslandschaft, diesen Sprachen auch den Wert, den sie haben, für den Einzelnen, für das einzelne Kind zu erhalten? Ich glaube, Sie haben ja zum Teil die Antwort schon gegeben, nicht? Wir können ja auch mit den Betroffenen darüber reden, was den Wert einer Sprache ausmacht. Und da muss man sagen, dass wir sozusagen den individuellen Wert können wir eigentlich sehr deutlich beschreiben. Sprachen sind, wie Jürgen Trabante sagt, wunderbare Kathedralen des menschlichen Geistes und sie sind unschuldig. Damit sagt er sozusagen, die Sprachen sind alle gleich gut geeignet von ihrer Struktur her, die Welt zu beschreiben, die Welt zu konstruieren, den Menschen Möglichkeiten zu geben, sich darüber auszutauschen. Es gibt natürlich manche Sprachen, die so Modernisierungsbedarf haben, was zum Beispiel auch einzelne Wörter betrifft, wenn sie zum Beispiel nicht gleich alle englischen Wörter aus der Computersprache übernehmen wollen. Aber das sind kleine, marginale Probleme. Von der Struktur her sind Sprachen dafür da, dass sie Kommunikation über die Welt, wie wir sie konstruieren, herstellen. Das ist jede ausgebildete Sprache, es gibt nur solche, ist dafür prinzipiell gleich geeignet und für den Einzelnen hat sie auf jeden Fall diesen Mehrwert, dass sie diese Sichtweise der Welt in dieser einen Sprache ermöglicht und wenn man eine zweite, dritte und so weiter lernt, dann wird man feststellen, die Wirklichkeit wird in diesen anderen Sprachen durchaus manchmal erheblich, manchmal weniger anders konstruiert. Nicht das einfache Beispiel aus dem Englischen ist diese Präsenzform Ing-Form oder nicht Ing-Form, also I teach oder I'm teaching, dass da man im Englischen einen Unterschied macht, denn diesen Unterschied gibt es im Deutschen schlicht nicht. Also diese Bewusstheit entsteht. Also für das Individuum ist eine Sprache zu sprechen sicher ein Mehrwert, ganz abgesehen davon, dass es natürlich einen Zugang zu einer Community, nämlich der eigenen Herkunftscommunity, ermöglicht. Bei jeder weiteren Sprache vermehrt sich dieses Wissen. Eine andere Thematik ist natürlich der Wert, der in der Gesellschaft dieser Sprache zugeschrieben wird. Und da können wir aber auch offen darüber reden. Ja? Wir brauchen das nicht zu verschleiern. Wir wissen, dass zwischen amerikanischem Englisch und Albanisch in der Wahrnehmung große Unterschiede herrschen. Und darüber kann man auch im Bildungswesen sozusagen sprechen und das reflektieren. Ein dritter Faktor ist sozusagen der Nutzungswert und da werden alle sagen, ja, also Englisch ist so wichtig und so toll, dem kann man eigentlich nichts entgegensetzen, aber es ist naiv zu glauben, dass Albanisch immer und ewig keine Rolle spielen wird, weil wir wissen nicht, wie das Individuum sein Leben gestaltet, wir wissen nur, dass wir in einer globalisierten Welt leben, in der Kontakte über Kontinente und über Ländergrenzen hinweg auf der Tagesordnung stehen und wir wissen nicht, welchen persönlichen und gesellschaftlichen oder auch ökonomischen Gewinn das Individuum, seine Community oder Österreich oder Europa sozusagen daraus ziehen wird. Und worüber wir uns eigentlich immer einig sind, ist, je mehr Kompetenzen ein Mensch mitbringt, desto flexibler wird er mit Lebenssituationen umgehen. Und wir wissen ja auch aus Studien, dass die Mehrsprachigkeit über die Sprachenkompetenz hinaus einen Mehrwert bringt, dass die Leute kognitiv flexibler sind, dass sie besser Probleme lösen, dass sie interpersonal besser kommunizieren und, und. Also da gibt es Mehrwert zu generieren und es ist eigentlich schade, wenn wir so ein Potenzial
nicht aufgreifen. Nicht? Ingrid Grobowin bezeichnet das als Kapitalvernichtung, ja, und hat sie völlig recht. Was ist Ihre Idee oder Ihre Vorstellung, warum, glauben Sie, ist das so schwierig für unser Bildungssystem, dieses Potenzial zu heben? Was steht dem entgegen, Ihrer Meinung nach? Naja, unser Bildungssystem ist ja sozusagen, stammt aus einer anderen Zeit. Nicht? Aus einer Zeit, in der es darum ging, zu vereinheitlichen und möglichst wenig Diversität zuzulassen. Heute leben wir in einer Zeit, in der wir sagen, diese Vereinheitlichungstendenz geht nicht mehr in dem Ausmaß, wie das bisher der Fall war. Wir müssen uns auf die Vielfalt und die Diversität einlassen. Und wir sind gefordert, daraus sozusagen das Optimum zu machen, die Kompetenzen zu fördern und nutzbar zu machen. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, wie ich vorhin sagte, die sozusagen, wo das Potenzial auch gebraucht wird. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen den einsprachigen, hochdeutsch sprechenden Österreicher als Vorbild haben, der keine anderen Sprachen sprechen soll. Das würde kein Mensch heute mehr sagen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, unser Schulsystem ist hochselektiv, produziert viele Schulabbrecher, benachteiligt Personen, die Lernschwierigkeiten, Klammer auf, auch sprachliche, Klammer zu, haben. Das heißt, unser System müsste eigentlich, Bildungssystem müsste umgebaut werden auf längere Verweildauer, mehr Förderung der Kinder, mehr auch jenseits der Familien. Man kann nicht immer die Familien verantwortlich machen für Dinge, die wir als Staat brauchen. Ja. Also es gäbe einige Maßnahmen, die sehr wesentlich wären, um die Chancengerechtigkeit aller zu fördern. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass die Länder, in denen das eben weniger selektiv gemacht wird, längere Verweildauer im Bildungssystem, wo dann fallen sozusagen die Migranten viel weniger negativ auf, beziehungsweise geradezu positiv in manchen Bereichen. Also da gäbe es sehr, sehr viel zu tun. Ich fürchte, dass nur Teile, nur Stückwerk davon derzeit angegangen wird. Könnten Sie vielleicht mit einem Satz sagen, was wäre Ihr größter Wunsch an die Lehrerbildung neu, die ja jetzt ansteht? Wenn es wirklich ein Satz sein sollte, oder zwei, der mich ja selbst auch sehr herausfordern würde, dann würde ich sagen, die größte Herausforderung wäre wahrscheinlich, in der Lehrerbildung jene Lernformen erlebbar zu machen für die Ausbildungskandidaten, die sie dann mit ihren Schülerinnen und Schülern machen sollen. Vielleicht kann ich noch nachfragen, an welche Lernformen denken Sie da im Speziellen? Ich denke zum Beispiel sehr stark an selbstbestimmtes, individuelles Arbeiten, Gruppenarbeit, Orientierung an der Lösung von Arbeitsaufgaben. Diese Art von Arbeit ist erfahrungsgemäß die am besten, die besten Ergebnisse langfristig liefern. Und ich finde es kontraproduktiv, wenn wir das von Lehrerinnen und Lehrern erwarten, die das selbst an sich selber nie erlebt haben. Und wenn wir jetzt weiter so machen, da spreche ich auch meine Institution, die Uni, natürlich ganz zentral an, aber wenn wir weiter so machen, dass wir sagen, ja, Vorlesung ist das Beste, wo die Leute passiv drinnen sitzen und wir nicht wissen, wie sie das Wissen verarbeiten und wie sie sich kompetent zeigen, Kompetenz ist ja ein bisschen mehr als nur Wissen reproduzieren, dann sehe ich ein Problem. Wie können wir von diesen Leuten dann erwarten, zum Beispiel, dass sie Gruppenprozesse moderieren, wenn sie nie in ihrem Studium, in 5 Jahren, nie eigentlich einen Gruppenprozess an sich selbst erlebt haben, nie Interventionen eines Lehrenden erlebt haben, der einen Konflikt löst oder der einen Schwung in die Gruppe bringt oder sie motiviert oder was auch immer. Das, was tägliches Brot in der Schule ist, das scheint mir ein Problem zu sein. Ich will nicht pessimistisch klingen, aber ich sehe da keinerlei Anzeichen, dass es in die Richtung geht. Naja, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe nämlich am Anfang vergessen zu fragen, was ist Ihr Forschungsfeld? Mein Schwerpunkt ist eigentlich die Verbindung von
wie wir es noch nennen, interkultureller Bildung, wo wir schon über den Begriff streiten, und Mehrsprachigkeit. Also das ist ein Bereich, der mich fasziniert und wo ich gerne forsche. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Also die Situation in Kärnten ist ja insofern eine besondere, dass da eine historisch gewachsene Zweisprachigkeit schon immer gegeben hat. Gibt es da jetzt daraus besondere Bedarfslagen für die Lehrerbildung, für das Schulwesen? Natürlich gibt es besondere Bedarfslagen. Werden die auch erfüllt, sagen wir so, vielleicht gleich der Nachsatz? Es ist schwierig, diese Frage eindeutig zu beantworten. Wir könnten verschiedene Blickwinkel drauf werfen. Der eine Blickwinkel wäre die Frage, welche Möglichkeiten haben Menschen, die also slowenischer Herkunft sind, ihre Kinder auch schulisch zu bilden. Da muss man sagen, da gibt es gewisse Möglichkeiten durch das Minderheitenschulwesen und durch das slowenische Gymnasium zum Beispiel in Klagenfurt, wo sehr interessante Modelle angeboten werden und wo die Kinder praktisch in mindestens zwei, im slowenischen Gymnasium auch in mehreren Sprachen unterrichtet werden und sehr kompetent da herauskommen. Also da gibt es vieles Positive und natürlich auch, es gibt wie immer Verbesserungsbedarf. Das wäre sozusagen die schulische Ebene, aber ein anderes Thema für alle in Kärnten ist, dass das Wissen und Erfahrungsaustausch mit der slowenischen Volksgruppe eigentlich zu gering ist. Wir wissen, dass es in Kärnten viele Jugendliche gibt, Schüler und Jugendliche gibt, die noch nie was gehört haben, speziell die also nicht in der Nähe wohnen, aber auch dort, wo sie miteinander wohnen, ist das oft ein Thema, das nicht bewusst in der Selbstwahrnehmung der Bevölkerung existiert. Ja. Und natürlich gibt es gab es auch bis heute immer wieder Tendenzen, dass Fragestellungen, die slowenische Minderheit angehen, wurden sozusagen als Problem dargestellt. Es wurde dargestellt als, die regen sich schon wieder auf, die wollen schon wieder was. Also da gibt es, das in eine Normalität zu rücken und da gibt es schon noch einige Arbeit. Aber jetzt, das wäre sozusagen Kärnten und die Minderheiten-Thematik, die ein bisschen anders liegt wie das Thema der Migrantinnen und Migranten. Aber es gibt natürlich Überschneidungen. Und eine Überschneidung, die jetzt für ganz Österreich gilt, ist zu sagen, was passiert da eigentlich in der Bevölkerung, wie wird mit der Vergangenheit der Menschen umgegangen? Wie sehr werden sie gedrängt und gezwungen, sich als eindimensional, eindeutig zuzuordnen? Und wie viele Möglichkeiten gibt es, einmal auch die Familiengeschichte herzunehmen und festzustellen, naja, da gibt es Menschen aus anderen Ländern mit anderen Sprachen. Sieht man ja oft an den Namen. Namen sind nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, aber sie geben eine gewisse Indikation. Also da eine offene Diskussion zu führen, die würde ja heißen, dass sozusagen wir nicht so rein unter Anführungsstrichen sind, wie wir tun oder wie wir glauben, dass wir tun sollten. Das ist ein gesellschaftlicher produzierter Zwang, Reinheitszwang, wenn man so will, der schädlich ist für die Betroffenen, ja, weil sie müssen ja Teile ihrer selbst verleugnen und das ist psychisch gesehen nicht gesund. Es fordert nicht, dass man sozusagen... Das ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich nicht gesund. Natürlich, gesellschaftlich auch nicht. Ja. Nicht wünschenswert, aber da haben wir noch Probleme. Da haben wir noch Probleme auf der gesellschaftlichen Ebene, dass sich Österreich etwas bunter versteht und nicht so klischeehaft, nicht österreichischer Name, helle Hautfarbe, auch wenn man David Alaba heißt, Lederhose und. Also auch Klischees, die ja eigentlich nirgends mehr stimmen. Aber so als Orientierungsbilder haben sie noch immer eine gewisse Kraft und da müssten wir an anderen Orientierungsbildern arbeiten. Insofern ist ja der erwähnte David Alaba ja wirklich ein interessanter Fall, nicht? Weil er so erfolgreich ist und sozusagen ein Idol ist, dem man gerne nacheifert und
der aber sozusagen nicht dieser Norm entspricht. Es ist interessant, wie damit umgegangen wird. Das zu beobachten ist spannend. Also ich habe das Gefühl, für die Jugendlichen ist das überhaupt kein Thema, dass er dunkle Hautfarbe hat. Der ist einfach ein Star. Mhm. Ja. Also ich glaube, da ist vielleicht auch wirklich ein anderer Zugang schon bei den Jungen da. Zumindest hoffe ich das. Ja. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte.